Neulich in Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast. Folge 33, Jalkskalander. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Neulich in Aventurien, zur Ausgabe Nummer 33, also den zweiten für 2024. Das Jahr hat schon ein paar Tage hinter sich und wir nehmen das zum Anlass, in der noch kalten Zeit über eine kalte Region Aventuriens zu sprechen. Und mit wir meine ich, einmal mit dabei ist der Atta. Ala oder Moro Braia Dun. Er muss immer direkt spoilern. Und außerdem noch mit dabei der gute Lex. Grüße. Atta, über was sprechen wir denn heute? Ja, wie die Grußformel vielleicht schon nahegelegt hat, reden wir heute über die Gjallskalender. Nachdem wir vor ein paar Folgen im Torwall waren, nehmen wir jetzt die direkten Nachbarn und engen Verwandten und gehen aber ins Hochland und vom Meer weg, also von Piraten hin zu wahrscheinlich am ehesten dem, was man irdisch Schotten, so die schottische Vergangenheit zuweisen würde. Wobei da sich einiges durcheinander gemischt hat in Aventurien mal wieder. Ja, das ist richtig. Wir haben sie einmal alles in den Pott groß umgerührt und mal gucken, was wir für ein Volk rausschütteln, ja. Aber direkt mal als von mir persönlicher Einstieg, du hast ja schon gesagt, die haben eine eigene Grußformel, es gibt wie immer oder wie so oft eigene Begriffe, eigene Götternamen und das mag ich ja in Aventuren einfach so, dass das mit Liebe ausgearbeitet wurde. Da kommen wir da wahrscheinlich auch noch gleich auf ein paar Details. Was für mich die Gjallskalender sehr faszinierend macht, sie sind nicht einfach irgendein hartes nordisches Volk, das irgendwie an, keine Ahnung, Kelten angelegt ist und auf den Kopf und fertig, sondern da ist sehr viel Liebe zum Detail drin, was ich sehr, sehr schön finde. Ja, aber wo befindet sich denn jetzt das Gjallskaland eigentlich, wenn ich so neu in Aventurien bin und mir denke, was? Das vieles wird einer trotzdem nicht sagen. Es ist quasi im Norden, es ist das Hochland direkt an der Nordküste Aventuriens, so halb zwischen Torwall und dem hohen Norden, direkt nördlich der Orkland. Und das prägt natürlich auch die gälische Kultur sehr stark. Eben diese raue und harte Umgebung auf der einen Seite und gleichzeitig natürlich die Nachbarschaft zu den Orks, mit denen es auch immer wieder Konflikte gab über die Zeit, die auch ausgeprägter bei den Gjallskern sind als bei den Torwalern, die sich in vielen Fällen mit den Orks arrangiert haben und teilweise sogar zusammenleben. Da ist bei den Gjallskern eher eine traditionelle Feindschaft vorhanden. Ja, ist natürlich eine Halbinsel, muss man dazu sagen, also viel Wasser umgeben, ein paar Fjorde und dergleichen sind Fafnirsvast und Golf von Riva. Genau, wir finden uns wieder im hohen Norden. Nicht im höchsten Norden, aber im hohen Norden Aventuriens. Da, wo auch dann Straßen aufhören und man auch tagelang wandern kann, ohne eine einzige Stadt oder Siedlung zu begegnen. Ja, also ich glaube, die Kombination, da wo die Straßen aufhören, sehr raue Gegend, sehr raue Menschen, macht den Bereich jetzt in Richtung entweder Mineralienfunde oder sonst irgendwas fürs Mittelreich einfach total uninteressant. Also wenn jetzt Störrebrand sagen muss, wir brauchen irgendwie neue Mineralien, wäre, glaube ich, die Gjallskalande direkt nach dem Jätiland das letzte, wo er hingehen würde. Ja, zumal man ja auch schon gucken müsste, wie kommt man überhaupt dahin, weil über Torwall bringt es nichts, da sind überall Fjorde und Klippen und alles Mögliche im Weg. Und dann kann man halt noch versuchen, das von Süden aus dem Svelta zu erreichen. Da hat man aber auch wieder Probleme mit den Orks und den Handelswegen. Und ja, im Osten hat man die große grüne Weite, wo halt auch schon auf hunderte Meilen nichts ist. Das heißt, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen vielleicht so fast die größte Schwierigkeit der Gjallskar als Spielercharaktere, dass man halt immer überlegen muss, wie kommt mein Charakter überhaupt dorthin, wo irgendwas passiert? Oder wie kommen andere Charaktere zu den Gjallskarlanden, damit dort etwas passieren kann, weil das auch nirgendwo auf dem Weg liegt. Also egal von wo nach wo man reisen möchte, ich glaube, die Gjallskarlanden durchquert man eher selten. Und die Gjallskalender haben natürlich das Problem, dass sie eine besondere Beziehung zum Meer haben, also Schifffahrt für sie eigentlich nicht in Frage kommt. Also können sie nicht nur den Landweg wählen und sind dann eigentlich umzingelt, zumindest von zwei Seiten aus von, ich sag mal, mehr oder minder feindlichen Regionen. Ja. Und dazu kommt eben, dass die Gjallskar auch, ich sag mal, keinen natürlichen Anlass haben, ihre Heimat zu verlassen. Also die sind ja an sich relativ gut regional verortet und haben keine, also es gibt ja in manchen Kulturen, dass man zum Beispiel sagt, die Jungen wandern eh weit oder auch gerade junge Schamanen oder junge, bei den Gjallskar wären es die Tierkrieger, also junge AnimistInnen, machen lange Reisen, um irgendwie erwachsen zu werden. Aber es ist bei den Gjallskar gar nicht so verankert, weil alle wichtigen Orte sind in ihrer Heimat. Und
deswegen gibt es eigentlich auch keinen Grund, die Heimat zu verlassen. Aber ich glaube, Lex, du spielst ja einen Gjallskar, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht ganz, ich spiele tatsächlich einen Fjarnengar in unserer aktuellen G7-Kampagne. Also man muss dazu sagen, es ist ein Skuldar, also ein Fjarnengar-Schamane dementsprechend. Ja, was schon eine Art Verwandtschaft hat mit dem, was auch die Gjallskar-Länder oder hier dementsprechend praktizieren, haben wir eine eigene Gottesausrichtung. Also wir haben ja keinen Zwölf-Götter-Glauben hier, sondern wir haben halt Naturgeister, mit teilweise so, ich sag mal, Hybriden zwischen denen, was wir als die Zwölfe halt bezeichnen würden. Also ein ganz interessantes Setting eigentlich. Wobei die Gjallskar immer sagen würden, dass die anderen einfach die Götter nicht verstanden haben. Weil, also, um das vielleicht einmal für Leute, die sich nicht mit dem Gjallskar-Pantheon beschäftigt haben, was es selbst Leute, die sich mit DSA beschäftigen, jetzt nicht vorhalten würde. Wir haben da einmal mit Naturugon das weiße Mammut als quasi oberste Gottheit, das, glaube ich, so auch in Aventurien wenig Entsprechung hat an anderen Gottheiten. Aber man hat dann als dessen Frau Sindara, die für Wissen, Magie, aber auch Tag und Sonne steht, wo sich so eigenartig die Aspekte vermischen, weil Praios immer sehr gegen steht. Da ist den Gjallskar, glaube ich, durchaus bewusst, dass es die Mittelreicher da Hesinde verehren. Aber sie würden halt sagen, sie haben sie verstanden. Aber zu diesem Pantheon gehört eben auch Tairach als gnadenloser Herr der Rache, Spender von Erkenntnis und Gottes Kampfes raus. Wo sie auch sagen, die Orks haben Tairach falsch verstanden. Was aber schon ungewöhnlich ist, einen orkischen Gott in einem menschlichen Pantheon wiederzufinden. Eben. Und wahrscheinlich noch am wichtigsten erwähnenswert ist eben Zwanfir, der nicht nur namentlich Svafni ähnelt, sondern eben auch ein wahrgestaltiger Gott ist, aber in Gjallskar keine... Also er ist halt als Gott des Todes eher eine Gottheit, vor der man Angst hat oder die man fürchtet. Und die tatsächlich auch im Gjallskar, also quasi für die Endzeit, will Wolkenkopf, ein Riese, Zwanfir erwürgen und dann tritt die Zeit ein, wo es keinen Tod mehr gibt und quasi der ewige Frühling anbricht, in den auch alle Toten zurückkehren. Da haben wir schon ein eigenartiges Gemisch aus Gottheiten aus den verschiedensten anderen Religionen, die aber ganz eigen interpretiert werden. Ja, generell haben die Gjallskar-Länder halt einen sehr interessanten Totenritus auch. Also einerseits verabscheuen sie ja das Meer und fürchten es wie die Pest, aber andererseits bestatten sie halt sämtliche Toten im Meer selber. Ne? Aber ohne dabei wirklich mit dem Meer interagieren zu müssen, wenn man so möchte. Und diejenigen, die halt nicht vom Meer aufgenommen werden, die kommen als Nebel wieder zurück und durchwandern dann das Land. Also ich finde das schon sehr charmant gelöst. Ja, um das vielleicht mal klar zu sagen, die Gjallskar schleudern ihre Toten katapultartig mit Bäumen an einer alten Trollfestung einmal im Jahr ins Meer, weil sie glauben, dass die Meerestiere sie eben dann fressen und dadurch ihre Seelen zu Zwanfir tragen, ins Jenseits. Und deswegen tragen auch Gjallskar, die ihre Heimat verlassen, immer einen Wasserschlauch mit Salzwasser mit sich, der dann ihre Seelen zum Meer führen kann, damit sie eben nicht als Nebel enden, der immer auf der Suche ist und also quasi das Meer sucht ab dann. Und gleichzeitig meiden sie genau deswegen das Meer, weil quasi das eben das Totenreich ist und da möchte man ja nicht vorzeitig ankommen. Was es gleichzeitig auch einfach, also ja schon so einen harten Kontrast setzt zu den Torwalern, die so wahrscheinlich die natürlichen Nächsten zu den Gjallskern sind, wo man am ehesten vielleicht noch denken würde, ja, wenn ich einen Torwal spiele, passt ein Gjallskar gut da rein, aber ein typisches Torwaler-Abenteuer wird wahrscheinlich aufs Meer irgendwann rausführen. Und da muss man sich schon gut überlegen, ob der Grund gut genug ist für den oder die Gjallskar-Länder mit aufs Meer hinauszufahren. Weil eben eine große Furcht besteht und die meisten Gjallskar auch nicht schwimmen können und das Schwimmen vermeiden. Und crunch-technisch finde ich es eine sehr gute Überlegung, oder fluff-technisch eine sehr gute Überlegung, denn damit sind die Gjallskar nicht einfach nur irgendeine weitere Kultur, die auch raubbemordend die Küste lang fährt, so wie die Torwaler, sondern sie haben halt so ihren eigenen Touch und ihren eigenen Flair. Und es wurde ja auch schon gesagt, es ist eigentlich sehr, sehr schwer, überhaupt einen Gjallskar-Länder zu spielen, der die Sippe verlässt, denn es gibt ja Mechaniken, die Menschen in die Sippe binden. Sachen, die man erreichen kann, Sachen, die man erfüllen muss und so weiter und so fort. Was natürlich dazu einlädt, ein internes Abenteuer zu spielen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass sie verstoßen werden, also dass sie aus der Sippe rauskommen und dann ihr Glück sozusagen in der Ferne suchen. Ja, das ist aber eigentlich jetzt genau wieder die schwerste Strafe, die es gibt. Die meisten Strafen werden quasi von den
Jaldingar oder Jaldings gesprochen, also den, wenn man möchte, Stammeshäuptlingen oder Clanführern und Führerinnen. Und meistens geht es dann nur um Wiedergutmachung, aber wenn wirklich schwere Straftaten begangen werden, dann gibt es eben die Verbannung mit einem Brandmal und der Tilgung aus den Stein der Ehre, den Krek an Mor, wo eben das alles, was die Sippe erreicht hat, eingeritzt wird, eingemeißelt wird. Und die Jaiske verstehen auch nicht, warum es sowas wie Kerkerhaft oder was geben sollte, weil es gibt nichts Schlimmeres, als der Sippe verbannt zu werden, weil man im Endeffekt alles verliert dadurch. Vor allem seine Ehre, die auch bei den Jaiskern eine große Rolle spielt. Aber was ich an Gjallskern auch sehr schön finde, gerade im Kontrast sowohl zu den Fjallingern als auch zu den Torvalern, ist, dass die Gjallsker halt als sehr defensives Volk beschrieben werden. An sich, die Gjallsker führen kaum Raubzüge oder Kriege aus. Es gibt Gjallsker, die in den Torvalerlanden Raubzüge ausführen, aber das ist auch eher die Ausnahme, gerade in der jüngsten Zeit. Und an sich ist die Gjallsker-Kultur eben sehr stark darauf ausgelegt, dass sie ihr Herat, ihren Stamm, ihre Siedlung verteidigen und ansonsten ihr Leben dort führen, aber gar nicht so sehr darauf aus sind, mit irgendjemandem Krieg zu führen, Eroberungen oder Raubzüge zu begehen, was bei den Torvalern ja sehr eng verankert ist. Und auch die Fjallinger sind ja sehr kriegerisches und sehr martialisches Volk, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das weißt du wahrscheinlich besser, Scar. Lex, Entschuldigung. Scar. Ja, was heißt kriegerisch? Also sie gehen jetzt auch nicht aktiv auf Feldzüge, aber sind halt in der rauesten Region, wo Überleben halt wirklich nur den stärksten, ich sag mal, vergönnt ist. Und deswegen haben sie relativ starre Vorstellungen davon, wer für die Gesellschaft nützlich ist und sieben dementsprechend stark auch aus, haben auch kein Verständnis für Torwaldsche Schlachtzüge und dergleichen. Aber dass sie jetzt aktiv auf Jagd gehen, sind halt alle Jäger, muss man fairerweise sagen an der Stelle. Also jeder muss irgendwie sein eigenes Gewicht mittragen können. Was auch, glaube ich, so die Züge sind, die sie bei den Gerzkalendern dann auch ganz ganz beliebt macht im Vergleich zu einem Torwaler, der vorbeikommt, um was mitzunehmen. Haben sie da jemanden, der, ich sag mal, ähnliche Werte vertritt halt, ne? Überlebende Starken und dergleichen. Und natürlich auch gibt's bei auch den Fjallingern ähnlich wie bei den Gjallskalender halt auch eine Reifeprüfung. Ich glaube, bei den Gjallskalendern heißt das Ding irgendwie Kralessa, wenn ich mich nicht irre. Und ist auch ein Grund, warum du verstoßen werden könntest aus deiner Sippe, wenn du sie halt, ich sag mal, nicht bestehst. Wenn du sie zweimal nicht verstehst. Einmal darfst du versagen, okay. Beim zweiten Mal muss sie gelingen, genau. Ja, das ist auch der häufigste Grund, warum Leute aus ihrer Sippe verstoßen werden. Weil auch da bei den Gjallskern eben auch eine unwirtliche Region ganz klar ist. Jeder muss eine Rolle haben, jeder muss seine Rolle erfüllen. Die Kralessa kann aber auch sehr unterschiedlich ausfallen. Also es gibt das für die Krieger, die müssen ein Jahr lang kämpfen, ohne sich die Haare zu waschen, zu schneiden und dürfen in einer rituellen Waschung werden sie aufgenommen. Und die Durudun und die Brentidun, die Tierkrieger und die Schamanen und Schamaninnen, die haben nochmal ganz eigene Rituale. Aber man kann zum Beispiel auch als Korbmacher seinen Kralessa im Korbmachen ablegen. Jeder macht seine Kralessa in dem, was er für die Sippe zukünftig leisten möchte und wo er zukünftig seine Aufgabe sieht oder auch eben im Herstellen von Kleidung und in all diesen Dingen. Und es muss nicht zwanghaft kämpferisch, kriegerisch sein, auch wenn die, glaube ich, ein hohes Ansehen bei den Gjallskern genießen. Ja, auf der Metaebene schwebt jetzt schon so ein Begriff mit, jeder trägt seinen Teil zur Sippe bei, jeder folgt seiner Bestimmung. Der Begriff Ehre ist ja ein sehr, sehr zentraler für die Gjallskalender. Du hast eben schon erwähnt, es gibt den Ehrenstein, da muss man erstmal seinen Namen hin verdienen, dass man dort überhaupt aufgenommen wird. Den Familienstein kommt man gleich bei der Geburt drauf. Kannst du zu dem Konzept Ehre als zentraler Wert dieser Kultur noch was sagen? Was hat Ehre für eine Auswirkung und was macht Ehrverstoß mit einem? Ja, beim Ehrverstoß ist es halt, geht es hin bis zu der Verbannung aus der Sippe, was aber, glaube ich, auch wichtig ist, dass die Gjallsker ihre Ehre quasi auf der Haut tragen. Die haben nämlich, also das Thema der Tätowierung gibt es ja schon in Torwal. Da ist aber ja oft auch Kunst oder Aberglaube oder verschiedenste andere Sachen, die zu Tätowierungen führen. Die Gjallsker haben dann sehr klares kulturelles Verständnis, weil schon, also Kinder erhalten mit 7 oder 8 Jahren denen eine Schlange und auf Sonnengrund und den Bauchnabel als Tätowierung. Und nach der Reifeprüfung gehen dann 4 Wurzeln des Lebensbaums zu den Extremitäten. Und die sind dann ganz klar zugewiesen. Denn wenn man Heldentaten für das Herat vollbringt, werden die auf die Beine tätowiert. Wenn man eigene Heldentaten verbringt, gehen die auf den rechten Arm, das ist der Arm der Ehre, und auf dem linken Arm ist, der linke Arm ist der Familie vorbehalten. Deswegen heißt die Hochzeit bei den Gjallskern auch das Füllen des linken Armes, weil das Tattoo beide Ehepartner erhalten, und das startet quasi in der linken Hand und Unterarm, und darüber ist dann Platz für Kinder und Kindeskinder, und wenn man sie erlebt, auch die Kinder der Kindeskinder.
sodass am Ende der Körper eines Gjallskas oder einer Gjallskerin immer zeigt, was man eben vollbracht hat in seinem Leben. Die Tätowierungen werden nicht entfernt, aber dafür gibt es eben das Brandmal auf der Stirn, wenn man seine Ehre verloren hat, was es auch für jeden Gjallsker offensichtlich macht, dass man ehrlos ist und dass man verstoßen wurde, sodass man auch nie wieder Aufnahme irgendwo anders finden wird, bis auf eben im Herat der Ehrlosen, das es in den Gjallskern gibt. Dementsprechend spielt Ehre aber eine große Rolle und so, sagen wir mal, ein gewisser Stolz und eine gewisse, ja, eben, dass man alles, was man tut, immer in diesem Wissen tut, dass man sich selbst und seinen Ahnen gerecht werden muss. Genau, die größte Tat, die ein Gjallskalender vollbringen kann, ist quasi sein Ehrenwort geben oder einen Schwur auf seine Ehre machen, um irgendetwas zu tun, irgendwas zu sühnen, irgendwas zu bezahlen, warum auch immer das gemacht wird, einem Familienmitglied gegenüber. Interessant finde ich, sollte diese Person den Schwur nicht erfüllen, weil sie bei der Sache stirbt, sind die Kinder verpflichtet weiterzumachen. Sollte warum auch immer die Tat misslingen, gelten sie in dem Moment als ehrlos und würden ausgestoßen, können aber sühnen, indem sie vor dem Haus desjenigen, der Schuldnehmer ist, sozusagen knien. Und interessanterweise kann der halt beliebig lange knien. Das heißt, wenn der Schuldnehmer dir ordentlich eins auswischen will, kniest du da halt mal eine Woche, einen Monat, keine Ahnung, was auch immer. Und wenn der sagt, nee, ich möchte deine Schuld nicht annehmen, haut er dir einfach mit dem Knüppel auf den Kopf und dann wirst du verbannt. Also, ja, spannend. Also es ist auch sehr, sehr viel Opferwille mit dabei in der Kultur, was für mich aber auch dann auch wirklich ein sinnvoller Einstieg in ein Abenteurerleben wäre, wenn man so eine Schuld hätte nicht einbüßen können, ohne jetzt gleich irgendwie, was weiß ich, Vergewaltiger spielen zu müssen oder sowas, was natürlich auch sofort mit Verbannung bestraft wird. Dass man dann so ein Balken auf die Hände gebunden oder auf den Schultern gebunden kommen, wo die Hände drankommen, und dann wird man verbannt. Das heißt, man muss erstmal mit diesem Hinderding die Steppe überleben, weil ich glaube ja nicht, dass dann irgendeine andere Heradi dich aufnimmt und sagt, hey, nicht so schlimm, wir machen mal was draus, sondern muss dann erstmal durch die Steppe nach Süden kommen und so lange überleben, um dann Abenteurer werden zu können. Das heißt, der hat schon mehr hinter sich, bevor er seine Abenteuer beginnt, als unser guter Alrik aus Donnerbach. Aber ich finde, allgemein hat Schlagen bei den Gjallskern einen hohen kulturellen Faktor, weil es gibt ja auch den Brandori, den rituellen Zweikampf, um Rechtsstreite beizulegen, wo sich die beiden KontrahentInnen gegenseitig entweder mit der Faust oder mit der Rückseite der Axt auf die Brust schlagen, bis einer bewusstlos wird oder aufgibt. Und wenn es besonders schwere und drastische Streite sind, dann wird das quasi gesteigert und man bewirft sich mit faustgroßen Steinen oder schlägt sich mit Wollnashorn-Oberschenkelknochen auf den Kopf. Eben immer bis einer der beiden aufgibt oder bei den schweren Fällen eventuell sogar stirbt. Aber danach gilt eben auch dieser Konflikt als beigelegt und entschieden, wenn es eben vorher keine Entscheidung gab, die der Jalding oder die Branchiadun treffen wollte. Was aber auch dieses sehr archaische Rechtssystem verdeutlicht, weil es gibt eben keine geschriebenen Gesetze und keine. Es gibt Regeln durchaus, noch recht klare Regeln, eben sowas wie Vergewaltigung oder Mord ist natürlich auch in der Gjallska-Kultur einfach verboten und wird eben mit Verbannung bestraft, aber gerade wenn es unklar ist und keine Entscheidung gefällt wird, dann geht das eben in sehr archaischen Ritualen über. Was aber auch natürlich ein ganz anderes Verhältnis zu sowas einbringt, gerade wenn der Gjallska sagt, ja, das ist für mich ganz normal, wenn wir haben uns jetzt geschlagen und das Thema ist damit für mich geklärt und vom Tisch. Und das wahrscheinlich für viele MittelreicherInnen überhaupt nicht nachzuvollziehen wäre, weil gerade dann ist ja ein Grund, auf jemanden zornig zu sein, möglicherweise noch Rache zu wollen. Zumal, glaube ich, die wenigsten Menschen aus dem Mittelreich es schaffen würden, einen Brandori gegen einen Gjallsker oder eine Gjallskerin zu bestehen. Weil man dazu sagen muss, die würden dazu wahrscheinlich auch nicht gezwungen werden, weil im Gegensatz, also es klingt jetzt alles sehr, ich sag mal, brutal oder dergleichen, aber eigentlich sind die Gjallsker-Länder schon sehr gastfreundlich. Ja. Man sieht es halt teilweise auch an den Bräuchen oder auch an den Auflagen. Die Schamanen zum Beispiel haben die ganz klare, ich sag mal, moralische Verpflichtung, zu helfen und zu heilen, wo sie können. Also wenn sie auf einen Kranken oder einen Verletzten stoßen, dann werden sie den behandeln. Ja, also das finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr interessant. Also auch wenn die auf der einen Seite intern halt sehr stark regelverpflichtet sind, sind sie schon für, ich sag mal, auch für Außenstehende grundsätzlich erstmal ein hilfsbereites Volk. Auch wenn da vielleicht nicht unbedingt so viele hinkommen. Ich finde das auch eine charmante Schlussfolgerung, weil man ja oft hat dieses Jahr ist eine unwirtliche, harte Umgebung. Das heißt, Fremde werden abgewiesen und die werden nicht geholfen. Bei den Gjallskern ist es umgekehrt, eben weil sie wissen, wie unwirtlich und hart ihre Lebensumwelt ist,
ist es eine Pflicht und ein Zeichen, also es wäre ehrlos, jemanden abzuweisen und keine Gastfreundschaft zu gewähren. Wahrscheinlich nicht für immer und wahrscheinlich wird man irgendwann erwarten, dass die Person sich eben auch beteiligt und seinen Teil tut zum Überleben des Herat. Aber bis dahin ist es eben so, dass man jeden aufnimmt, jedem Gastfreundschaft gewährt und niemanden von der Tür weist, weil man eben niemanden allein in dieser Landschaft ziehen lassen möchte, der nicht ausreichend ausgestattet oder versorgt ist. Was es auch wieder leichter macht, also ich weiß, dass, also gerade wenn man sich auch Abenteuertitel anguckt, die Gjallsker werden ja oft auch als Gjallsker-Barbaren oder also eben als unter dem Begriff der BarbarInnen gefasst. Und ich finde es ganz angenehm, dass die Kultur eigentlich zwar archaisch ist, aber eben nicht dieses typische hart, brutal, Fremde werden, müssen quasi um Überleben kämpfen, sobald sie dort sind, sondern das Gegenteil. Wer fremd in der Gegend ist, der ist willkommen und der wird aufgenommen und der wird gut behandelt. Und wird dann auch wieder ziehen gelassen und es geht sowas, also Fremde werden nicht ausgeraubt, nur weil man sich bereichern möchte. Sie sind eigentlich von der Grundnatur her eher friedfertig, muss man sagen. Also jetzt auch nicht so, dass permanente Stammeskriege oder so geführt werden. Womit sie dann ja direkt humaner wären als Horasier oder Tulamiden, die ja Fremde besonders im Bereich Handel gerne mal über den Tisch ziehen. Da können die sich mal eine Scheibe abschneiden. Ja. Also ich glaube, man weiß auch beim Gjallsker eigentlich immer, woran man ist, weil eben sowas wie, also es gibt durchaus auch mit Fekor einen Gott der Nacht und der Geheimnisse, aber es ist eben der Geheimnisse, nicht unbedingt der List oder der des Betrugs oder sowas, sondern es ist eigentlich in der Gjallsker-Kultur eher verpönt, andere zu übervorteilen, bewusst zumindest. Natürlich kann das immer ein Handel sein, der am Ende nicht sauber aufgeht, aber das ist eigentlich, es ist halt eine sehr direkte und sehr klare Kultur in dem Umgang. Wo dann auch nicht viel mit Höflichkeitsfloskeln oder sowas ist. Das sieht man ja auch an den Tätowierungen letztendlich auch wieder. Also die Gjallsker zeigen ja relativ viel freie Haut, einfach um auch ihr sich selbst zu präsentieren. Ne? Also ihren Werdegang, ihre Errungenschaften oder ihre Sippe dementsprechend. Also da gibt's nicht viele Möglichkeiten für Täuschung und dergleichen. Ja, und Gjallsker tragen auch sogar das Herat, zu dem sie gehören, immer, weil das Kleidungsstück, was alle Gjallsker tragen und oft das einzige ist, neben ein paar Fellen, die nach Kälte, ist das Eudach, der Wickelrock, und der hat immer die Farben des eigenen Herats, sodass man immer sofort erkennen kann, woher ein Gjallsker kommt und ja, eben aus welchem Herat er stammt und das möglicherweise auch einordnen kann. Ich glaube aber, wenn viele Leute, die an Gjallskerinnen denken wahrscheinlich als erstes an die Durudun. Oder würdet ihr sagen, dass andere Konzepte mehr hervorstechen? Aber ich glaube, das ist das Konzept, was ich zumindest intuitiv mit den Gjallsker als erstes verbinde und was ich auch am häufigsten als Gjallsker-Charaktere sehe. Ja. Genau, also die Tierkrieger sind, denke ich mal, mit Abstand als Heldencharaktere am weitesten verbreitet, haben natürlich dann auch ihren Charme. Sie haben die normale Kampfkraft plus halt noch Magie mit dazu, was ja sonst unter den Magiebegabten eher seltener ist. Das zeichnet eher die Magiebegabten aus, dass sie sonst kämpferisch nicht allzu stark sind. Ja, das hat sich mit DSA 5 so ein bisschen gelockert, weil das Konzept der AnimistInnen deutlich verbreiteter ist. Aber ich glaube, die Durudun gehören mit zu den AnimistInnen mit dem stärksten Kampffokus, die halt wirklich als Geister, also sie werden ja auch als Tierkrieger oder als Geisterkrieger bezeichnet. Da steckt es ja schon im Namen, dass das Kampf eine ganz große Rolle spielt. Wobei ich auch ganz schön finde, ich glaube, so das Klischee ist halt, wenn man sowas denkt, eben so dieser typische Barbarenkrieger, typische Barbarenkriegerin mit einer großen Axt und massig und schwer gebaut und steht immer vorne. Das gibt's auch, wenn man zum Beispiel Arad dem Bären folgt oder sicherlich auch, wenn man Madat dem Wolf folgt. Aber es gibt eben auch ganz andere Tiere. Es gibt zum Beispiel mehrere Vögel. Also Fernak, der Rabe oder Kormhanak, die Eule, denen man folgen kann und die dann teilweise tatsächlich einen Fokus legen, der auch sehr leicht zum Beispiel einen Schützen oder eine Schützin draus machen lässt und die gar nicht dieses typische Klischee des Barbarenkriegers, der Barbarenkriegerin belegen müssen, sondern es kann eben auch ganz anders sein. Oder wenn man Dobaran folgt, dem Fischotter, und dann eher so ein verspieltes und agiles Wesen hat, das muss gar nicht diesem Klischee entsprechen, was man, glaube ich, oft im Kopf hat, wenn man an GjallskerInnen denkt. Ich finde auch diese, ich sag mal, die Totem-Kultur, sag ich jetzt mal, relativ interessant, weil es ja so ist, die Gjallsker sind relativ bescheiden, wenn ich es richtig verstanden habe. Es ist so, dass ein Großteil von ihnen ihr Totem-Tier eigentlich auch nicht kennen oder kennen sollen. Es ist halt so, man geht davon aus, dass jeder einen solchen Aspekt letztendlich verkörpert, ne? Aber nur die, ich sag mal, entweder die Schamanen oder aber in dem Fall die Geisterkrieger sind diejenigen, die wirklich offen ihr Totem überhaupt präsentieren dürfen und
es auch wissen können sollten, ne? Weil man einfach sagt, ansonsten ziehe ich dann zu viel Fokus auf das eigene Selbst im Vergleich zur Sippe, wenn man das jedem, ich sag mal, offenbaren würde. Ja. Und die werden auch in der Gialska-Kultur deswegen hoch geschätzt. Es gibt ja in anderen Kulturen durchaus, dass die geschätzt werden, aber eher misstrauisch beäugt. Unter den Gialskern sind gerade die Durudun und eben auch die Brennochtun, die SchamanInnen, sehr hoch angesehen, weil sie eben dieses Bindeglied zu der sehr wichtigen Geisterwelt, wo es verschiedenste Geister gibt, Elementargeister, Naturgeister, Tiergeister, die Geister der Ahnen, die alle ihre eigene Bezeichnung haben, wo wir bei dem Punkt sind, du schon hast, Mischka, dass es halt für alles eigene Bezeichnung gibt, was es dann irgendwie auch, das gibt dem Gleichen gleich eine Tiefe, ohne dass man mehr sagen muss, sondern einfach, dass man solche Begriffe nutzen kann. Ist natürlich auch, kann Verständnis erschweren, aber es kann auch eine spannende Spielszene bieten, wenn die anderen gar nicht wissen, wovon du redest und du das erst erklären musst. Aber genau deswegen sind eben diese Leute sehr hoch geschätzt, weil sie diesen Kontakt zur Geisterwelt herstellen können, weil sie direkten Kontakt pflegen. Die Brenchidun, die SchamanInnen, eben als MittlerInnen zwischen gerade den Geistern der Ahnen, aber auch den anderen Geistern und der Menschenwelt, und die Durudun eben als direktes Bindeglied zwischen den Oduns. Wobei man hier aufpassen muss, dass Odun ist eigentlich eher so eine abstrakte Form dieses Tieres. Der Odun ist, also es gibt den Bären und das ist Arad, das ist das Bär, der Bär-Odun. Und nicht jeder Bär hat einen eigenen Geist, sondern es gibt den Bärengeist, der in allen Bären irgendwie sich wiederfindet. Und eben in den Duru-Arad-Dun, den Bär-Tierkriegern und Tierkriegerinnen. Aber das finde ich eigentlich sehr schön, auch dieses, das ist ja jetzt so eine sehr, das ist natürlich klar eine westliche Sicht auf den Schamanismus, aber ich finde, ich mag das einfach. Es ist einfach irgendwie, es passt immer gut in so mittelalterliche Fantasy-Welten, wenn es dann eben diese Nähe zu den Geistern gibt und dieses Bewusstsein, dass es die gibt und dass es noch eine ganze Ebene hinter der menschlichen Welt gibt. Habt ihr ein Lieblings-Odun-Tier für Durudun? Oder habt ihr euch überhaupt schon beschäftigt, was es so als Auswahl gibt? Oder seid ihr, also, ich kann das auch gerne mal anfangen, weil ich weiß nicht, ob ich ihn rüberbringen könnte. Ich glaube, da wird eine Schwierigkeit liegen, weil ich dafür selber immer zu ernst bin, aber ich liebe den Fischotter. Und ich stelle mir das auch großartig vor, so einen verspielten, eher so ein bisschen schlaksigeren, immer noch starken, aber halt so einen agilen Durudun, der so ganz gegen diese Klischees geht, aber im Kampf halt trotzdem ein ernstzunehmender und gefährlicher Gegner ist. Das finde ich total spannend. Und mag ich sehr gerne. Ja. Bei mir ist halt einfach, weil diese Rauheit, aber auch der Zusammenhalt für mich was Besonderes ist. Dieser Kultur an sich finde ich da halt sowas wirklich Klassisches wie den Bären einfach schön und prägnant. Klar. Ist, glaube ich, gut zu verkörpern. Bitte? Ist, glaube ich, auch gut zu verkörpern, sagte ich. Ja, also. Genau. Ich würde, glaube ich, auch sagen, dass wahrscheinlich der Bär-Tierkrieger ist wahrscheinlich so der Default-Zustand. Wenn man Tierkriegerin denkt, dann ist wahrscheinlich der Bär das erste Tier, was einem in den Sinn kommt, von denen, die bekannt sind. Und ich denke, es hat auch einen gewissen eigenen Charme, wenn man halt einen Charakter auch spielt, der halt nicht offen seinen Totem kennt, aber dann die Aspekte so ein bisschen einfließen lassen kann, sodass auch der, ich sag mal, Zuhörer oder die Mitspieler dementsprechend so ein bisschen raten können, wohin tendiert er denn jetzt so? Ja, und um vielleicht nochmal zu verdeutlichen, wie wichtig die Durudun für die Gialska-Kultur sind, in einer der entscheidenden Schlachten gegen die Orks ist, die das so kurz vor Bosbarans Fall die Gialska überfallen haben, haben sich alle Wollnashorn-Krieger geopfert und es gibt seit kurzem wieder die ersten. Und der erste Wollnashorn-Krieger nach über 1000 Jahren wurde gefeiert und ist jetzt schon, obwohl er noch lebt, noch, also tatsächlich noch gar nicht so viel Außergewöhnliches verbracht hat, bereits auf dem großen Stein der Helden und Heldinnen aufgefasst, weil es eben so ein wichtiges Zeichen war, dass es wieder ein Durudamagondun gibt, ein Wollnashorn-Tierkrieger. Und das für die Gialska so eine entscheidende Wendung war in der Geschichte, aber auch gleichzeitig natürlich ein Vorzeichen, dass jetzt Großes bevorsteht, wenn die Odun wieder also Wollnashorn-Odun wieder einen Menschen erwählt, um es zu vertreten quasi. Das ist aber, glaube ich, auch tatsächlich, also sowohl die Durudun als auch die Brenchidun sind, glaube ich, so Konzepte, die man ganz gut noch als GialskaInnen auf Reisen verkörpern kann, weil man da immer mit diesem Aspekt von Visionen, von übersinnlichen Wahrnehmungen sehr schön einfach sehr leicht eine Geschichte erzählen kann.
Es muss ja irgendwelche Zeichen geben, die der Charakter nicht genau deuten konnte, die ihn aber aus der Heimat fortgeführt haben, weil das Gefühl ist, irgendwas Wichtiges steht an. Weil auch die Gjalskar, die den Sternfall mitnehmen unter dem Begriff Durumagon Avir, die Zeit des großen Himmelkampfes, und auch in den Gjalskar-Landen selbst Sphärenrisse entstanden sind, durch die jetzt zunehmend Dämonen die dritte Sphäre vordringen, sodass die Gjalskar auch selbst dieses Gefühl haben, es ist eine wichtige Zeit, eine gefährliche Zeit, eine Zeit großer Kämpfe, dass es Sinn ergeben kann, dass die zum Beispiel Verbündete suchen oder dass sie da irgendwo eine Waffe suchen, die man dagegen verwenden kann. Oder irgendetwas anderes, was sie halt eben dazu führt, die Gjalskar dann zu verlassen und die Welt zu bereisen. Also gerade dieser gemeinsame Kampf gegen Dämonen. Ich frage, ob dann Einzelne ausziehen würden bei so einem Prophezeiungsdings oder ob dann der Schamane irgendwie eine Gruppe bestimmen würde. Es sei denn, der Schamane würde in irgendeiner Vision sehen, hey, da kommen jetzt Fremdländer, die haben das Gleiche vor, die unterstützen wir jetzt mal. Das kann man ja immer passend zur Gruppe schreiben. Hm. Also wenn man eine Konzeptgruppe aus nur gjalskischen Charakteren spielen möchte, ist das natürlich ein guter Einsatz, das zu spielen. Ich glaube, das kann auch ganz spannend sein, so diese bewusste, die ganze Gruppe, die sich halt, dann hat auch einen hohen Anspruch an die Spielleitung, die ja quasi alles, was die Mittelreicher tun, dann aus einer Sicht beschreiben muss, die nicht mittelreichisch ist. Aber wenn man eben nur einen Geistcharakter in der Runde hat, dann hat eben der für sich diese Vision erfahren und wurde auf den Weg geschickt, weil natürlich das Herat auch nicht zu sehr geschwächt werden kann, weil man halt natürlich viele Hände braucht und jede Hand, die fehlt, fehlt. Aber, Entschuldigung, ich wollte da nur einmal kurz eingreifen. Lex, du hast ja gerade auch noch was. Ich sagte gerade auch die Art und Weise, wie sie halt, ich sag mal, dämonische Bedrohung betrachten, dadurch schließen sie auch Bande. Also mit den Norbaden haben sie ja, glaube ich, auch dementsprechend so eine Art, ich sag mal, gemeinsamen Kampf gegen die Dämonenpakt geschlossen, was auch dafür sorgt, dass die Norbaden halt immer wieder mit, ich sag mal, ihren Karawanen halt in die Gjalskar-Lande halt kommen, dort Handel betreiben, Dinge mitnehmen, also auch einkaufen wirklich. Weil im Gegensatz zu zum Beispiel den Fjärdingern haben die Gjalskar-Länder ja durchaus auch, ich sag mal, eigene Produkte, wie zum Beispiel Wolle und dergleichen. Also sie sind ja Hirten in der Regel, ne? Die machen ja keinen Ackerbau, sondern ja interessanterweise auch Fischen. Aber ich denke mal, damit sind eher Seen und Flüsse gedacht und nicht das Meer. Süßwasser ist auch okay, Salzwasser ist das Totenreich. Süßwasser wird auch teilweise sogar mit kleinen Booten befahren, aber Seefahrt ist ihnen halt fremd. Und sie glauben halt, glaube ich, an die dunkle Spinnenmutter oder sowas, also die halt dementsprechend das, ja, ich sag mal, die Dämonen verkörpert und die dann halt dementsprechend des Nächtens kommen, die es zu bekämpfen gilt. Ich finde auch ganz spannend, weil sich da so gewisse Aspekte vermischen, weil du hast natürlich mit der Spinnenerzdämonin, da gibt es ja quasi ein Vorbild mit, ich glaube, es ist Aphestadil, ist, glaube ich, eine Spinne, auch in der Darstellung, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber du hast zumindest auch die Spinnenwesen, die jetzt ja auch in der Kurm zurückkehren. Und auf der anderen Seite hast du eben dies auch gefesselt, wie eben der Namenlose. Also auch da gibt's eine Parallele. Kaljach an Mohula, die Mutter der Dämonen. Das finde ich ganz spannend. Beruht natürlich alles darauf, dass die Gjalskar damals, also die Vorfahren der Gjalskar, zum Teil aus den Thulamidenlanden geflohen sind vor dem großen Schwan und diesen dann in einer großen Schlacht gemeinsam mit Trollen und Riesen bezwungen haben. Und deswegen eben, dass Spinnen und Skorpione für die Gjalskar immer noch etwas zutiefst Böses und Finsteres darstellen. Das heißt, eine Ausflugsreise nach Maraskan ist für die auf keinen Fall drin. Müssten sie auch wieder übers Wasser, ne? Oh, das wäre der absolute Horrortrip, glaube ich. Du musst erst übers Wasser. Und dann bist du angekommen und dann sind da überall Spinnen und Skorpione. Ich glaube, der Gjalskar, der schwimmt, geht ja lieber schwimmen. Der schwimmt zurück zum Festland. Da gibt's, oder es muss sehr wichtig sein, was ihn dorthin führt. Aber ja, ich glaube, auf Maraskan werden Gjalskar-Länder nicht glücklich. Es entwickelt sich gerade eine Abenteuer-Idee in meinem Kopf. Okay. Ja, ich bin gespannt, die Gjalskar-Konzeptgründe, die da auf Maraskan muss. Jetzt haben wir die Gjalskar-Länder ja als sehr traditionsbewussten, ernsten, ehrvollen, kriegerischen Haufen beschrieben. Gibt es denn irgendwas, was die in ihrer Freizeit machen? Ja, ich glaube, ich weiß sehr genau, worauf du anspielst. Du hast es ja gerade kurz im Vorgespräch schon erwähnt. Dann überlasse ich dir auch die Ehre, es zu erwähnen, was dein Lieblingsfreizeitbetätigung der Gjalskar ist. Lieblingsfreizeitsport. Also, erste, in Anführungszeichen, ungeschriebene Regel im Gjalskar-Land ist, jeder besitzt einen Orkschädel, sogar Kinder. Also entweder, wenn man einen Ork selbst getötet hat und das als Trophäe mitnimmt, oder für Kinder dann, wenn es vom Großvater vererbt wird oder verschenkt wird oder wie auch immer.
Und genau diesen ja, Alltagsgebrauchsgegenstand in jedem Hause, bei jedem Gehaltskalender zu finden, wird als Sportgerät genutzt. Und zwar insofern, dass man den in einen Eimer mit Wasser reinlegt, so dass die Augen gerade noch oben rausgucken, das gefrieren lässt, dann den Eisblock mit Orkschädel darin da rausnimmt, mit Leder umwickelt und dann quasi wie beim Curling übers Eis donnert, wahlweise gegeneinander, wahlweise wie beim Bowling könnte man sagen, irgendwelche Holzstöcke wegräumend. Und genau das finde ich so faszinierend. Also nicht dieser Sport an sich, der einfach lustig erdacht ist, finde ich, sondern dass darauf geachtet wird, dass so eine raue, sehr kriegerische Kultur trotzdem irgendeinen Sinn für Sport, einen Sinn für Freizeit, einen Sinn für Belustigung haben kann. Also für mich ist es halt ein sehr makaberes, lustiges Bild, dieser Orkschädel, der mit den Augen irgendwie aus dem Eis rausguckt, wo man dann wahrscheinlich mit den Fingern in die Augenhöhlen reingreift, um den übers Eis zu donnern. Ja. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was wo man merkt, so ein bisschen, dass das ja die DSA-Geschichte, weil ich glaube, das würde heute den Leuten nicht mehr so in dem Maße einfallen, solche Spiele daraus zu machen. Spielt auch, glaube ich, in der neuen Spielhilfe nicht so eine große Rolle. Aber es gibt daneben ja auch noch das, beziehungsweise was heißt daneben, wahrscheinlich noch wichtiger, das Palenkel, was bei den Gehaltskalendern eine sehr große Rolle einnimmt, was so ein bisschen, glaube ich, an den irdischen Highland Games orientiert ist, mit denen ich mich nicht gut auskenne, aber es klingt danach. Weil es sind also Sachen wie Baumstammweitwurf, Findlingschleppen, Feldsteinweitwurf, also man wird, eigentlich wird alles geworfen, was man finden kann, Speere, Kettenkugeln, Feldsteine hoch und weit, Tauziehen, dann, ich weiß nicht, wie die irdische Sportart heißt, die stehen auf einem Baumstamm und kämpfen mit lederumwickelten Stäben gegeneinander, das sieht man ja ganz oft auf irgendwelchen Conventions oder sowas, dann meistens halt mit wesentlich softeren Sachen, und das hat bei den Gehaltskalendern einen total hohen kulturellen Wert, weil die Sieger aus den einzelnen Heradi ziehen einmal im Jahre zum Gondagon-Palenkel in die Hauptstadt nach, also Hauptstadt in das größte Herat nach Nirlin. Und der Sieger dort wird, der das Gondagon-Palenkel gewinnt mit denselben Disziplinen, wird, also erhält den einzigen Ehrentitel, den es in den Gehaltskalendern gibt und der einzige Titel, den man auch wirklich im Namen führt, der wird zum Gon auf Lebenszeit. Und das ist sehr angesehen. Also zum Beispiel auch der Führer des von Nirlin ist selber ein Gon, weil er einst mal das Gondagon-Palenke gewonnen hat. Aber es ist halt, das findet jedes Jahr statt und es hat totalen kulturellen Wert, obwohl es ja eigentlich wirklich ein reiner Kraftvergleich ist und gar nicht nützlich ist in irgendeiner Form. Das ist ja ein reines Mischung aus Spiel und kulturellem Ereignis. Das finde ich sehr spannend. Man repräsentiert halt die Sippe. Generell auch zur Namensgebung kann man vielleicht auch mal kurz sagen, dass halt die Gehaltskalender halt in der Regel nur Vornamen haben und dann den Namen ihres, entweder ihrer Mutter oder ihres Vaters dementsprechend, ähnlich wie auch die Thulamiden halt im Namen tragen. Ne? Mit so einem Bindeglied, was ähnlich wie Ibn ist es ja dementsprechend bei den Thulamiden, ne? Sohn des oder ne? Tochter der, hat schon so eine Ahnenverehrung auch noch zu Lebzeiten hat schon im Namen stattfindet. Ja, Brenn und Brei sind die Floskeln für die, sind die Zwischenbegriffe für die, die es interessiert. Und die einzige Ausnahme sind die Brenchidun, die SchamanInnen, die das Dur führen als Schüler, Schülerin von ihrem Lehrmeister, ihrer Lehrmeisterin, weil das eben auch eine sehr wichtige Rolle in der geistischen Kultur einnimmt. Die sind übrigens ausgeschlossen vom Palenkel. Brenchidun dürfen nicht teilnehmen und die Tierkrieger dürfen natürlich, Tierkriegerinnen dürfen natürlich ihre übersinnlichen Fähigkeiten nicht verwenden. Das wäre unehrenhaft. Das wäre ehrlos, richtig, ja. Genau, und deswegen wird es auch, also bestimmt passiert es ab und zu mal, aber es ist, glaube ich, eine extreme Ausnahme, dass sowas mal passiert. Mit Blick auf die Zeit, vielleicht noch so als letzter Punkt, was können wir denn jetzt als aus den Gehaltskalenden irgendwie als Abenteuerhooks mit rausnehmen? Wir haben vorhin schon mal gesagt, na, es gibt relativ wenige Abenteuer, die sich mit den Gehaltskalenden beschäftigen. Vielleicht welche, wo man in Torwahl startet, aber wo dann irgendwie Schifffahrt mit drin ist, deswegen Gehaltskalende nicht so sehr gut geeignet sind. Aber trotzdem gibt es ja ein paar Punkte in den Gehaltskalenden, die in Anführungszeichen so interessant sind, dass man um die ein Abenteuer stricken könnte. Was haben wir denn da auf dem Plan? Oder was, wenn ihr jetzt für euch, ohne jetzt diese mystischen Punkte zu kennen, wenn ihr jetzt sagen würdet, okay, was würde euch so aus dem Bauch raus einfallen bei dem rauen Hochland oder den rauen Stämmen, was man da als Abenteuer einbinden könnte?
Also ich glaube, wo man auf jeden Fall was draus machen kann, ist, wenn man irgendwie eine Auseinandersetzung haben möchte mit Wesen aus anderen Sphären, sind die Gelskalender gut geeignet durch die Sphärenrisse. Da gibt's auch zwei Orte, die ich nochmal kurz herausstellen möchte. Das Tal des Blutes, das ist der Ort der großen Schlacht, der nicht betreten wird, in dem nur alle 28 Jahre ein Siegesstein aufgestellt wird, der früher mit Schutztauern belegt war, die über die Zeit verloren gegangen sind, weswegen ja jetzt eben diese Sphärenrisse sich auftun. Und wenn man es sehr düster und gruselig mag, gibt es Gosloch, das Herat der Schatten, das von eben von Molu Paradun, von Totengeist, also von finsteren Totengeistern bewohnt wird und das eine Nähe zur Domäne von Tagunitot, Tijakol, besitzt. Daraus kann man, glaube ich, sehr schön gruselige und düstere Plots ziehen. Und man hat natürlich im Gelskland immer den als Spielleiter den Vorteil, dass Hilfe holen einfach nicht drin ist, weil das nächste Herat so weit weg, man muss die Probleme selber lösen. Und gerade wenn man einen Durodun dabei hat, bietet es sich auch an, weil die zum einen einfach aus einer reinen Gameplay-Sicht gut geeignet sind, um sich mit Dämonen zusammen auseinanderzusetzen, dadurch, dass sie magische KriegerInnen sind. Und weil es natürlich auch ihre Rolle im kulturellen Sinne und im Spiel, also im In-Play ist. Ich glaube, daraus kann man sehr leicht was machen. Und wenn man das dann so ein bisschen auflockern möchte, kann man ja davor oder nach ein paar Lenkel einschieben, was das Ganze irgendwie so ein bisschen eine etwas archaische und etwas gröbere Variante von so einem mittelalterlichen Turnier ist, aber wo dann wirklich alle sich beteiligen können, weil jeder zumindest versuchen kann, sich zu beteiligen und wo eventuell auch mal Charaktere, die vielleicht nicht so gebildet oder so hochständig sind, teilnehmen können, die einfach nur ihre Kraft demonstrieren können und da einfach mal dafür auch mal gefeiert werden können. Was ich persönlich interessant fand, weil ich so ein Fan von uralten Ruinen und so weiter bin, ist jetzt, okay, wieder ein für mich unaussprechlicher Name, Amanama Rut. Eine alte Festung, die auch von Gjallskalendern zumindest bewacht und geschützt wird, die aber in ihren Dimensionen so groß ist, dass sie nicht von Menschen gebaut sein kann. Und von der Lage und von dem Typus, wie sie gebaut ist, zu den Trollfestungen im Süden große Differenzen aufweist. Also es ist unklar, wer das Ding gebaut hat. Und die Gjallskalender bewachen quasi es als heilige Stätte. Man vermutet aber darunter irgendwie Katakomben und so weiter und so fort. Da kommt natürlich niemand hin, weil es ja von den Gjallskalendern bewacht wird. Also sich da irgendwie eine Expedition zusammenbauen, am besten von einem ausgestoßenen Gjallskalender angeführt. Sobald es denn sowas gibt, der sowas Ehrloses tut und sich da reinschleichen wäre, zum Beispiel. Spannender Plot. Da wirst du diverse Möglichkeiten haben. Die Schamanen erzeugen ja auch sogenannte Tabuzonen, sage ich jetzt mal, die dann wirklich jetzt auch den Sippenangehörigen nicht ermöglichen, das Gebiet, ich sag mal, problemlos zu betreten. Also du wirst diverse Orte vorfinden, die einfach, ich sag mal, von außen beschützt werden, aber die eigentlich von innen unerforscht sind über Generationen hinweg. Genau. Aber die Festung ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Das ist natürlich ein Ort, wo man auch sehr gut überlegen muss, wie dreht man den Plot, wo man ja eben auch so eine, auch für einen Gjallska-Charakter eine schönen Widerstreit in sich. So, wenn der Grund ist wichtig, aber gleichzeitig ist dieser Ort eben rituell so belegt und eigentlich wird er nicht betreten, außer von den Brenhidun, von den SchamanInnen. Das kann schon sehr spannend sein. Ja. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit für die guten alten seichten Plots. Es gibt einen Ogerwald, da war hausen hohe Oger drin, die können natürlich irgendjemand entführen oder irgendjemand töten und dann muss man halt hin und jemanden freiknüppeln. Für Leute, die so auf sehr straighte, kampflastige Plots stehen, ist da auch was mit dabei, definitiv. Und wenn man es gruselig mag, aber nicht gleich mit dem ganz Bösen ankommen möchte, ist natürlich auch das ist ein Ort, der in der gelsischen Kultur eigentlich nur den Schamanen offen steht, der Dunthark, der Geisterwald, wo eben auch die SchamanInnen, aber auch die Durodun eben ihre Rituale durchführen, ihre Rituale des Erwachsenwerdens. Aber ich glaube, da kann man viel draus machen, weil das ist nicht viel genau beschrieben, aber gerade dieser sehr enge Kontakt und diese sehr enge Nähe zu den Tier- und Naturgeistern, die dort leben und dort herrschen, kann, glaube ich, auch interessante Plots drehen, wenn man einen guten Grund findet, die Charaktere dort hineinzuschicken. Möglicherweise, weil sie sich eben mit einem solchen Geist auseinandersetzen müssen, reden müssen, ihn beschwichtigen müssen, ihn um Hilfe bitten müssen. Da kann man, glaube ich, viel draus machen und sehr spannende und gruselige, aber eine positiv belegte Plots drehen und spinnen. Es gibt ja viele spannende Orte in den Gjallskalanden.
die Hauptfrage ist, glaube ich, immer, wie kriege ich meine Charaktere eigentlich dahin? Genau. Und ja, was mich sehr sofort an das Solo-Abenteuer Borborats Fluch, also nicht wegen dem Raumschiff, sondern wegen dem, nicht nein, niemals hingehen, total todestot, wenn du, erinnert, ist der Zwafnirszahn, den man schon nicht erklimmen kann, weil die Felsen so sehr scharfkantig und spitz und sowieso sind und der halt riesig hoch ist, über 2000 Schritt oder was. Und nur in klaren Tagen sieht man eine weiße Festung, aber keiner weiß, was da los ist und die Geizkinder meiden auch das Gebiet und es gibt Sagen um irgendwelche Nachtschrecken, die dort hausen. Und da kann halt der SL quasi draus machen, was immer er will. Es sei denn, er wühlt sich irgendwo durch irgendwelche dunkle Hallen oder finstere Orte, Sondersammelbände, wo vielleicht noch ein weiterer Hinweis drin ist. Ja, man findet bei DSA ja noch irgendeine obskure Quelle, die etwas beschreibt, wo niemand gedacht, dass es jemals beschrieben worden ist. Genau so ist es. Auch wenn die im Nachhinein dann wieder vielleicht geretconnt wird, wie halt bei Borborats Fluch, aber naja. Gut, ich bereue es nicht, dass Toaster in Aventurien nicht existieren. Was? Okay, mit Blick auf die Uhr, wir haben eine Dreiviertelstunde voll. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu den Geistkalanden? Ein schöner, also ein kleiner Hinweis vielleicht noch, was ich irgendwie ganz, auch ganz charmant finde, so als kleine Nuance am Charakter, Gjallskalender betrachten, Schrift, kommt in der Gjallskalender Kultur eigentlich nur für Warnungen vor. Es wird nichts niedergeschrieben, es gibt keine Aufzeichnungen oder Geschichten, die niedergeschrieben werden, das wird erzählt, das ist eine sehr geschichtsorientierte, also mit erzählorientierte Kultur, aber es gibt eben Schriftzeichnungen zu Warnungen, eben auch an bestimmten Orten. Und damit kann man natürlich mit einem Gjallskalender-Charakter, der zum ersten Mal ins Mittelreich kommt, auch schön spielen, dass der eben denkt, wenn da irgendein Werbeplakat hängt, das muss eine Warnung sein und dann seine fragt und dann sich nicht versteht, warum, was da stehen soll, was da für eine versteckte Warnung drin steckt. Um eben diesen Kulturclash auch mal ein bisschen aufzuzeigen. Das finde ich sehr, mag ich sehr gerne. Und warum auf dieser Warnung Waschzuber zu sehen sind. Auch wenn ich weiß, ob ein Gjallskalender weiß, was ein Waschzuber ist. Ja, doch, bestimmt. Die waren die sicher auch. Und die, bei der Geburt wird ja zum Beispiel eine Aushöhlung in den Häusern errichtet, mit heißem Wasser gefüllt, damit das dann eben das alles so hygienisch, wie es halt in dem Mittelalter möglich ist, vonstatten geht. Also ich denke, generell sollte die Region mal öfter aktiv angespielt werden, auch wenn drumherum relativ feindselige Gebiete sich befinden. Es ist mit Sicherheit eine charmante Möglichkeit, auch mal ein bisschen, ich sag mal, in einen anderen Kulturbereich hineinzudringen. Und es ist ja, wie gesagt, gerade für kleine Plots auch sehr gut geeignet. Du hast viele kleine Siedlungen, eine relativ herzliche Bevölkerung und viel, ja, ich sag mal, kulturartige Mythen, die uns jetzt nicht zu weit fernliegen, dass man sich da nicht auch irgendwas ausdenken könnte. Also ich denke, es ist eindeutig eine unterbespielte Region. Ja, ich würde mir auch sehr Kaufabenteuer wünschen. Kann man mögen, kann man nicht beachten, aber Kaufabenteuer, die in den Gjallskalanden spielen und die nicht in Torwahl starten und da reingehen, sondern oder von woanders in die Gjallskalande geschickt werden. Auch die Abenteuer sind interessant, aber auch Abenteuer, die mal wirklich die Gjallskalande in Fokus nehmen und nicht die Sicht von außen auf die Gjallskalande. Das finde ich sehr schön. Ja. Mir liegen ja eher so die Ambiente-Plots. Mir schießt sogar sofort irgendwie eine ältere, aus dem Schlachtenleben zurückgezogene Gjallskalenderin in den Kopf, die irgendwie einen Haufen Hügelzwerge aufnimmt und mit dem irgendwie eine Taverne aufbaut oder so. Die Frage ist, wie sie es dann bezahlen. Wahrscheinlich mit Orkköpfen oder so. Der Orkkopf. Ich sehe schon. Direkt mal aufschreiben. Gut, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Lex, dass du heute mit dabei warst. Danke an Atta auch. Ich hoffe, du da draußen hattest Spaß bei dem Ausflug in die Gjallskalande. Wenn du Feedback an uns hast oder Vorschläge, was du gerne mal besprochen haben möchtest, also nicht nur Regionen oder Kulturen oder was auch immer, schreib uns gerne einen Kommentar da, wo du es auch immer gerade hörst. Und auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal bei Neulichen Aventurien wieder. Tschüss. Macht's gut.